Ja, servus, hier ist der Andi vom Bikesport-Magazin. Heute geht es darum, im Bikepark flüssiger zu werden und natürlich mehr Spaß am Bike zu haben. Dann bleibt dabei und gleich. Okay, in vielen Bikeparks gibt es ja Tables, die haben meist so einen spitzen Absprung, wo man durchaus Angst hat, dass man herauskatapultiert oder stürzt. Ich zeige euch den Weg, wie ihr ohne Sturz mit wirklich viel Spaß über diese Tables kommt. In der Grundposition anrollen, die Absprungkante hochfahren, dabei vorne tief gehen, somit schluckt man die Absprungkante ab, man rollt über den Table hinweg und wenn es dann wieder in die Landezone des Tables geht, ganz entspannt, ja, mit leicht angewinkelten Ellenbogen und Kniegelenk drunter rollen. So, nachdem ihr sicher über den Table drüber gerollt seid, könnt ihr jetzt mal das Springen probieren. Und das zeige ich euch jetzt, wie es geht. Mit einer moderaten Geschwindigkeit anrollen in der Grundposition, bei der Absprungkante sich groß machen, einen Strecksprung machen, einen kleinen Bunnyhop und dann versuchen, so weich wie möglich zu landen. Okay, jetzt haben wir uns mit einer moderaten Geschwindigkeit langsam herangetastet, sind oben auf dem Table gelandet. Jetzt heißt es, noch ein bisschen schneller werden, damit man dann mit dem Bike in die Landezone kommt, nämlich am Ende des Tables. Jetzt einen Tick schneller anfahren, an der Absprungkante sich groß machen mit einem Strecksprung, das heißt einen kleinen Bunnyhop machen und dann versuchen durch die Geschwindigkeit in die Landezone zu kommen. So, ein Tipp noch, versucht Schritt für Schritt, Sprung für Sprung immer ein bisschen schneller zu werden, damit ihr dann wirklich ganz weich und angenehm in die Landezone kommt. So, manchmal ist die Anliegerfahrt ziemlich hakelig. Ich gebe euch die nötigen Tipps, damit die Anliegerfahrt eine runde Sache wird. In einer entspannten Zentralposition fährt man so weit wie möglich außen an den Anleger ran. Der Blick geht in den Scheitelpunkt des Anlegers und danach geht der Blick so weit wie möglich aus dem Anleger heraus in die neue Fahrtrichtung. So, ein kleiner Tipp noch von meiner Seite. Versucht so konstant wie möglich durch den Anleger zu fahren. Lieber ein bisschen langsamer reinfahren und dann mit einer kleinen Geschwindigkeit mehr aus dem Anleger rauszukommen. Ja, das war's soweit. Vielen Dank mal wieder fürs mit dabei sein und dann bis bald beim Bikesport Magazin, euer Andi.